Hi, hier ist der Frank von foodbloghamburg.de. Wir wollen heute mal wieder backen. Ist bald Weihnachten, von daher passt das ja zum Thema. Wir wollen heute Zimtschneckenplätzchen backen. Die sehen aus wie so Schnecken und innen drin ist halt so eine Zimtfüllung. Ich glaube, das ist eine tolle Idee und wer Franzbrötchen und Schnecken und sowas mag, der mag auch diese Plätzchen ganz besonders gerne. Ich suche mir jetzt mal eben meine Sachen zusammen. Währenddessen guckt ihr unser Intro, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich! Für unsere Zimtschneckenplätzchen habe ich schon mal 130 Gramm Puderzucker ausgewogen. Den tue ich mir hier schon mal in meine Rührmaschine. Jetzt tue ich da noch 140 Gramm weiche Butter zu. Das verrühren wir jetzt schön und dann geht es gleich weiter. Ich habe jetzt schon mal so ein bisschen unser Zucker-Butter schaumig geschlagen. Da kommt jetzt noch ein Ei dazu mit Zimmertemperatur. Und dann schlagen wir das Ganze noch ein bisschen weiter. So, den Vanillezucker habe ich jetzt schon hier in mein Mehl getan. Das habe ich mir gerade abgewogen. Jetzt kommt da noch ein halber Löffel Backpulver drauf. Und dann brauchen wir noch ein Viertel Teelöffel Salz. Das tun wir jetzt zu unserer Butter-Zucker-Eimasse hinzu. Und schlagen das Ganze weiter. So, unser Teig ist jetzt fertig. Ich tue mir den jetzt hier schön auf eine Folie. Und dann muss der gleich für mindestens 2 Stunden in den Backofen. Den Kühlschrank meinst du? Ja, genau. Vielen Dank. Ja, also für 2 Stunden stehen bleiben. Für 2 Stunden in den Kühlschrank. Ich werde den da aber länger drin lassen. Ich mache nämlich dann am Sonntagvormittag damit weiter, so sonntags morgens schön und dann backen und dann riecht die ganze Wohnung schön nach frisch gebackenem. Genial. Und das am ersten Advent, was Besseres kann einem ja nicht passieren. Also ich packe das jetzt hier ein, packe es in den Kühlschrank und dann sehen wir uns morgen Vormittag wieder. Es ist immer noch Samstag, aber wir wollen ja trotzdem ein bisschen was zum Knuspern haben. Ich habe mir noch mal schnell wieder so einen Teig gemacht, wie beim letzten Mal, als wir uns den Baiserkuchen gemacht haben. Ich mache jetzt einfach noch mal schnell so einen kleinen Baiserkuchen. Das geht super schnell. Und wer das Video noch nicht gesehen hat, ein Video zurück, dann könnt ihr euch das ansehen. Jetzt sehen wir uns aber wirklich gleich erst am Sonntag. Bis dann, ciao. Hallo am nächsten Tag. Hier ist unser Teig. Der war jetzt knapp 12 Stunden im Kühlschrank. Ist natürlich ein bisschen sehr hart geworden jetzt. Der ist jetzt schlicht schon ein bisschen draußen. Der wird jetzt so ein bisschen temperiert, damit er sich gleich ein bisschen besser ausrollen lässt. In der Zwischenzeit müssen wir sowieso für unsere Zimtfüllung die Füllung machen. Dafür habe ich mir hier schon mal 50 Gramm Butter reingetan. Dann habe ich hier 50 Gramm braunen Zucker. Und jetzt brauchen wir noch 3 Teelöffel, passt da nicht rein, also nächstes Mal anderen Zimt kaufen. 3 Teelöffel Zimt, die tue ich ja auch noch mit rein. Damit das Ganze ein bisschen cremiger wird, tue ich da jetzt noch einen Hauch Milch rein, wirklich nur einen Hauch. Und dann werde ich das jetzt mal eben schnell aufschlagen. So, ich schlage das jetzt auf, wird mal ein bisschen laut. So, da ist jetzt meine Füllung entstanden aus Zucker, ein bisschen Milch, Butter und Zimt. Und das kommt nachher nämlich dann dazwischen. Ich habe den Teig jetzt hier so ein bisschen ausgerollt, beziehungsweise mir so ein bisschen geformt, damit ich den anständig aufteilen kann. Wir müssen den jetzt in 3 verhältnismäßig gleichmäßige Teile teilen. Das tue ich jetzt mal. So. Jetzt haben wir so in etwa 3 gleichmäßige Teile.
Ich schiel heute, glaube ich, auch. Und die müssen wir jetzt zu einem rechteckigen Form ausrollen. Ja. Ich habe jetzt meinen Teig hier unter einer Folie mal rechteckig ausgerollt. Jetzt tue ich mir da ein bisschen was von meiner Füllung drauf und verteile die hier schön gleichmäßig drauf. Und hier unten lasse ich mir halt so einen Rand. Ich habe das jetzt schön gleichmäßig hier drauf verteilt und werde das jetzt wie beim Sushi im Endeffekt schön hier rüber rollen. Ist immer ein bisschen tricky, da einen Anfang zu machen, aber dann rollt sich das eigentlich ganz schön hier rüber. Tere, erste Rolle ist fertig. Klasse. Ja, finde ich auch. Die tun wir uns jetzt hier in ein bisschen Folie und dann kommt die wieder für einen Augenblick in den Kühlschrank. So, halbe Stunde ist vergangen. Unsere Zimtschnecken, Plätzchen, Rohlinge waren jetzt im Kühlschrank, sind schön fest. Ich habe den hier noch mal so ein bisschen nachgerollt, damit er auch wirklich schön rund ist. Und jetzt braucht man ein Messer, wie beim Sushi-Schneiden. Das muss schön sauber sein, am besten auch ein bisschen feucht. Und dann kriegt man das super geschnitten. Immer so Zentimeter stark runterschneiden. Und immer wenn ihr merkt, dass ihr hier nicht mehr wie Butter durchgeht, so wie ich jetzt in diesem Moment, muss man einmal kurz das Messer sauber machen. So, Messer ist wieder sauber. Dreh das einfach mal jetzt hier so ein bisschen und schon geht das wieder super. Immer zwei Kekse schneiden, einmal Messer sauber machen, sonst kriegt man so eine unrunden Teile dabei raus. Das ist natürlich nicht so schön. So, ich habe jetzt hier zwei Rollen ungefähr schon klein geschnitten. Jetzt kommen die in meinen vorgeheizten Backofen bei 190 Grad mittlere Schiene, Ober-Unterhitze für 7 bis 10 Minuten. Ciao, ciao, bis gleich. So, es sind jetzt 7,5 Minuten ungefähr um. Und das sieht doch gut aus, oder? Ich finde, die sehen richtig geil aus. Wir haben schon welche gemacht. Das ist unsere erste Charge, die wir gemacht haben. Die sehen doch auch klasse aus. Die liegen da jetzt gerade schon so ein bisschen zum Abkühlen. Ich nehme jetzt meine anderen von dem Blech runter. So, jetzt sind wir eigentlich zu Ende, aber ich klaue mir mal schnell einen Keks. Geil, richtig gut. Richtig zimtig. Nicht zu süß. Also man könnte natürlich jetzt, wenn man möchte, da oben noch ein bisschen Puderzucker drüber machen oder irgendwie einen Zuckerguss machen. So Puderzucker mit Zitronensaft aufrühren und dann noch drüber pinseln, wenn man will. Würde ich aber nicht machen. Das reicht so völlig aus. Wir machen jetzt mal kurz einen Schnitt, damit ich mal Keks runterschlucken kann und dann geht's gleich weiter. So, Keks ist runtergeschluckt. Jetzt kann ich wieder anständig reden. Die Links für die Silikonmatte zum Backen und die Barbecue-Matte, die ich ja auch benutze, um darauf zu backen, die mache ich euch unten rein. Könnt ihr euch da gerne mal angucken. Solltet ihr die kaufen, bekomme ich einen kleinen Obolus von Amazon. Ist natürlich auch ganz nett für mich. Was wollte ich noch sagen? Ja, das war es eigentlich. Ne? Also sollte euch das gefallen haben, gebt uns einen Daumen. Solltet ihr irgendwelche Wünsche haben, was wir nochmal machen sollen, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Über Kommentare freue ich mich sowieso immer mega. Ja, damit war es das für heute. Ich sage tschüss und Frank vom foodbloghamburg.de. Ciao, ciao.